Moin und herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Outward-Abenteuers. Ich bin hier im Enmerkerwald in der Nähe vom Klüngel der Winde. Wir müssen jetzt hier runter zum Banditenlager. Hier ist diese Treppe, die wir gerade vor uns sehen. Und da vorne ist ein Beast-Golem, dem wir eben mal aus dem Weg räumen müssen, damit wir da rauf können. Ja. Nix, Freund der Sonne. So. Haben wir gleich etwas, was wir dann in Berg wieder loswerden können. Wo habe ich meine Tasche abgeworfen? Da vorne. Wollen wir doch mal gucken, dass wir unseren Hofphilosophen, den Hofhistoriker von Levant irgendwie befreit kriegen heute. Vorne, das sieht irgendwie nach ein paar Steinen aus. Da irgendwie auch eine Kiste, da ist auf jeden Fall ein Feind. So. Was hab ich denn jetzt hier? Schleiche ich hier? Das ist ja albern. Ach, meine Ausdauer ist hinüber, okay. Ja, dann fall einfach tot um, Junge. So. Ja, sehr schön. Oh, der hat ja richtig was in der Tasche hier. Können wir verkaufen. Das nehmen wir auch mit. Alles gut. So. Das Essen können wir uns eigentlich mal reinziehen, eins davon. So, gucken wir mal weiter hier. Was haben wir denn hier? Ah, haha. Ja, nehmen wir mit. Da ist der brennende Baum. Und jetzt muss ich mich mal einmal orientieren. Achso, da sind diese Viecher. Diese komischen. Ja, wir müssen hier so rüber in die Richtung. Das müsste dann hier hinten kommen mit der Hütte, mit diesem Banditenlager. Hier geht es dann zu dem. Oh, da ist Kopal. Da geht's zu der Höhle von dem Makellosen. Dann müssten wir uns. Nee, dann müssen wir uns jetzt hier in die Richtung bewegen. Alles klar. Beim brennenden Baum waren wir ja auch noch gar nicht.
Hier ist noch nix. Da ist auf jeden Fall noch mal eine Ader. Gucken, was da für Feinde rumlungern. Ach, da sind diese Feuerdinger. Ja, dann werden wir mal was gegen Feuer nehmen, auf jeden Fall. Hab ich eine Eisfirnis, hab ich nicht mehr. Ich habe auch keinen, habe ich auch gar keinen Eislappen mehr. Okay. Dann müssen wir irgendwie so zurande kommen. Dann hau ich hier nochmal mir so einen rein. Mal gucken, ob wir den so geknackt kriegen. Wasser, wo ist meine Tasche? Da wäre es ja vielleicht eine Idee, den Wasserbeutel in die Tasche zu stecken. So, in Tasche verschieben. Dann habe ich da zwar ein bisschen Übergewicht. Brennender Mann. Versteinertes Holz können wir hier abbauen. Da kriegen wir auch, genau wie bei Kopal, kriegt man da irgendwie 30 Tacken für. Bist du was? Ja, du bist ein ausgehöhlter Baumstamm. Ja, nehmen wir den mal mit. Finden wir hier noch mehr von diesem Zeugs? Nee, das ist normales Holz. Erstmal hier ein bisschen rumluschern. Da ist auch nochmal ein ausgehöhlter Baumstamm, so wie es aussieht. Und da sind ja die Bienenstöcke, wo wir auch hin müssen, um hier den Piratenschatz, da die Geschichte weiter zu verfolgen. Da ist nochmal eine Kiste. Na. Oh, Verbände nehmen wir noch mal mit. Moment, wie sieht's denn? Ach, das sieht ja schon wieder katastrophal aus. Die schmeiß ich mal raus. So. Die kann ich mal rüber tun. Dann hau ich die mal raus. Raus damit. So. Lieber noch mal ein bisschen von dem Baumzeugs irgendwie besorgen. Da ist er. Her damit. Ja, kann man auch nochmal abbauen. Gibt gutes Geld oder man kann es eben halt auch irgendwie, man kann sich da auch eine Rüstung von basteln. Oder basteln lassen. Löschen. Und da ist dann auch schon das Banditenlager, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja. Da müssen wir hin. Gucken, was wir da so finden. Da ist noch mal so einer. Jetzt habe ich aber gar keinen Schutz mehr. Ich nehme mal noch so einen. Ja, dann nehmen wir doch den mal. Der ist doch gegen alles im Grunde. Kulte Überreste, okay. So. Was lungert denn da noch rum, da hinten? Da ist doch... Ach, da ist so eins von diesen Viechern, die wir auch in der Wüste gesehen haben. Kriege ich den von hier oben vielleicht? Kann ich den von hier... Ja, kommt der hier hoch? Kann der hier hoch? Der kann hier hoch. Ja, super. Ich bin mal weg. Ich laufe mal ein bisschen. Der ist irgendwie hinter mir her. Nimmt der denn überhaupt Schaden? Blutet der überhaupt? Machen wir jetzt hier mal so ein bisschen... Na? Kann ich dich verwirren? Nee, du nimmst kein... Ach du Schreck, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte jetzt nicht da runterfallen. Ugh, schon wieder. Nee, nee, nee. Ja gut, dann muss ich dich im Nahkampf. Das ist natürlich unschön, ne? Was nehme ich denn da mal? Kann ich da irgendwas Sinnvolles noch nehmen? Vielleicht noch mal irgendwie was essen schnell. Das geht wahrscheinlich jetzt in die Hose. Na? Oh nee, den kriege ich doch. Okay. Nur meine Ausdauer ist jetzt völlig im Eimer. Ah, sehr gut. Okay. Oh, Obsidian-Splitter. Okay. So. Tasche. Komm hier an und bin schon völlig vollgepackt. Gleich nochmal so ein bisschen was wieder aussortieren. So, ja, den Schlüssel können wir jetzt aber auch, glaube ich, rausschmeißen. Wir wissen ja, wo wir ihn kriegen, zur Not. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir unseren Haus- und Hofverwüster finden. Ist hier irgendwas in den Zelten? Sieht nicht so aus. Da sind doch bestimmt auch wieder Feinde drinne. Was haben wir denn hier? Schlagfestigkeit einmal hochpowern. So. Ja. Soll schon schief gehen. Keine Ahnung, wie viele Feinde da jetzt irgendwie drinne sind und was für Feinde. Ich hätte natürlich auch meine Waffe mal wieder irgendwie noch beziehen können. Das schaffe ich auch sogar noch. Ist hier irgendwer? Ja. So, okay. Gut. Wieder
den Verband. Wüstenleutnant. Ja, ich könnte mal ein paar Lappen klöppeln. Habe ich dafür Zutaten? Ja. Ich müsste auch noch mal fischen. Dann kann ich mir noch mal Eislappen, wenn ich hier, wie heißt das Zeug? Dieses lila, ne? Haben wir da Feuerstein? Der ist gut Geld wert auf jeden Fall. Das liegt da hinten rum. Holz, Holz, Holz. Ist da auch noch Laterne des Erkunders? Ja, so eine haben wir ja auch schon. Kann man ja vielleicht auch, oder beziehungsweise ich könnte das ja mal anders machen. Ich kann die mal da hochschieben und die einfach mal rausschmeißen, dann habe ich die zweimal. Ist doch auch gut. Ja, die Pistole. Ja gut, kann man verkaufen. Ne? Das kann man alles immer verkaufen. So. Da haben wir Kerouac und da haben wir Rissa. Kann man mit Rissa mal sprechen? Ich schulde dir meine tiefste Dankbarkeit. Ich danke dir für meine Rettung, Blue. Das gesamte Kollektiv der Blauen Kammer steht in deiner Schuld. Ich bin froh, dass ich mich noch immer auf dich verlassen kann. Möge Elad auf dich Acht geben. Bist du sicher, dass du allein auf dich aufpassen kannst? Ja, bist du sicher? Tja, ich bin kein zartes Pflänzchen, wie du weißt. Ich komme schon allein klar, wenn ich meinen Verstand benutze und Ärger aus dem Weg gehe. Gut. Oh, da habe ich sogar eine Belohnung für gekriegt, dass ich Rissa gerettet habe. Hier ist Kerouac. Oh, den Winden sei Dank. Rettung naht. Danke, dass du da bist. Kerouac, was ist passiert? Keine Ahnung. Es gab eine Explosion, dann fielen auf einmal bis an die Zähne bewaffnete Halunken von unterhalb der Blauen Kammer ein. Sie haben die Botschafterin von Alt-Levant erschossen und mich dann gepackt und in einen Sack gesteckt. Jemand will uns den Mord an der Botschafterin von Alt-Levant anhängen, da bin ich mir sicher. Kalixa und Simeon würden so etwas niemals gutheißen oder in Auftrag geben. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Blaue Kammer das Ganze als Kriegserklärung sieht. Von hier aus finde ich nach Berg zurück. Ich muss die Wogen glätten, bevor es zu spät ist. Hör dich gern weiter um, wenn du willst, aber sobald du damit fertig bist, melde dich wieder bei Cyrene in Levant. Ich habe das Gefühl, in Enmerkar ist es für keinen von uns mehr sicher. Okay, gut, also im Prinzip wieder zurück nach Levant. Ich muss jetzt aber erstmal in die Stadt Berg und meinen Kram verkaufen. Und dann wollte ich auf jeden Fall auch nochmal zu den Bienenstöcken und da gucken, dass wir irgendwie in der Piratenschatzfrage weiterkommen. Flitzen wir zurück. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach in Berg. Ich laufe den Weg jetzt zurück und dann sehen wir uns in der Stadt. Bis gleich. So, ich bin in der Stadt Berg, habe eine Nacht geschlafen und muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich meinen Kram verkaufe. Und dann geht's erstmal in Richtung Bienenstock. Ich weiß nur nicht, ob hier noch irgendwer noch Goldbarren hat oder ob ich die alle schon... Oh, der hat 4 Stück, okay. Dass ich irgendwie nicht nur hier Bargeld irgendwie mit mir rumschleppe. Denn dann breche ich komplett zusammen. So, ja gut, 11 Feuerlappen ist jetzt vielleicht ein bisschen arg heftig, kann man aber gut verkaufen. So, das haben wir auch raus. Dann war hier das ganze Zeugs. Das hauen wir weg. Metallsplitter. Oh, 7 Feuerscheine. Ja, die haue ich alle raus. Ja, hier. Das werde ich jetzt auch mal verkaufen. Dann hatte ich auch irgendwo noch Kopal. Die Überreste will ich mal noch behalten. Da, Kopal kann raus. Und das kann auch raus. So, und dann noch irgendwie ein...
Ja, dann haust du jetzt hier einen Verband raus, dann passt das. Kaufst dir zwei. Passt, alles gut. So. Was sagt denn jetzt mein... Ja, Wasser muss ich auf jeden Fall auffüllen. Beide Beutel. Jo. Das sieht doch gut aus. Ja, würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal irgendwie auf in Richtung der Bienenstöcke. Hier in der Stadt müssen wir ja sonst gar nichts mehr. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie den dritten Teil, den dritten Hinweis oder eventuell schon den Schatz, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ob wir da irgendwas finden. Wir werden da wahrscheinlich eine ganze Menge Feinde vorfinden. Davon gehe ich zumindest jetzt mal aus. Da hinten ist das ja. Grobe Richtung erstmal einschlagen hier. Dann finden wir bestimmt auch wieder Kupal auf dem Weg. Da ist der fliegende Händler da hinten. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein bisschen mehr noch raushaue, mein Gewicht noch ein bisschen verbessere. Was kann ich für dich tun? Was hast du? Du hast 4 Goldbarren. Okay, so, jetzt hier nochmal einmal gucken, dass wir nicht irgendwelche Mega, da können wir auch schon mal nochmal 2 verkaufen. Ja, 5 davon brauchen wir jetzt auch nicht. So. Ja, das raue ich auch jetzt beides mal raus. 8 Kieskäfer, ja, das sind so diese Sachen, da achtet man dann nicht drauf, wie viel man da eigentlich im Einzelnen von jedem hat. Gibt auf jeden Fall auch nochmal wieder ordentlich Geld. Was ist denn hier mit diesem Obsidiansplitter? Ein Brocken, feuerdurchzogenes Glas, wird verwendet, um Schlagwaffen herzustellen. Hau ich mal raus. Ja, die Patronen. Ja, 1,2 Kilo. Komm, raus damit. Weg. So. Dann gibst du mir auf jeden Fall mal einen Barren. Passt. So, ja. Okay, dann sieht das ja schon mal besser aus. Komme ich da irgendwie hoch? Oh, wen haben wir denn da? Renne ich den da irgendwie fast direkt in die Arme. Ihr seid doch aber irgendwie auch irgendwie schon mal sowas Bienenartiges. Aber ihr seid auch scheinbar ganz schön harte Hunde. Und die... Ja, dann müssen wir jetzt mal... einmal mal draufhauen. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Jo. Die explodieren dann auch noch. Okay. Wandelnder Schwarm mit okkulten Überresten in der Tasche. Da fällt mir ein, ich wollte auf jeden Fall nochmal fischen, damit ich vielleicht nochmal... Ach, den... Doch, Seetang kriege ich ja hier, ne? Also diesen... Ja, Seetang, genau. Okay, da kann ich nämlich den Eislappen machen. Da muss ich mal einmal gucken, was ich hier so an Fisch finde.
Das ist auf jeden Fall gut. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen weiter rumlaufen. Na, Sandalen, ja, die können wir, können wir wieder zerlegen. Ich glaube, ich habe noch mehr, was ich zerlegen kann. Ja, das Ding. Und die Sandalen. War da irgendwo noch mehr Fisch zu finden? Ich könnte ja auch mal irgendwie was essen. Mich ein bisschen heilen hier beim Rumlaufen. Gut, aber dann kann ich auf jeden Fall schon mal zwei Eislappen herstellen. Ja, sehr gut. So, ab in Richtung Bienenstöcke. Dann kommt immer so schnell irgendwie auf Abwege in diesem Spiel. Komme ich da so hoch oder wie komme ich da rum? Oh, da ist nochmal eine Ader. Ja, och, och, guck mal, kleiner Saphir, mittelgroßer Rubin, das ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Da sieht es wieder nach Kopal aus. Ja. Die Taschen sind voll, bevor ich da ankomme. So, hier nähern wir uns jetzt dem Gebiet. Mal gucken, was hier so rumlungert. Ach, da hinten ist der brennende Baum. Wir sind also gar nicht so weit davon entfernt. Das sieht mir auf jeden Fall nach irgendeinem Eingang aus. Da unten ist nochmal eine Kiste. Da sind da auch wieder diese Viecher, die wir gerade eben schon hatten, ne? Lassen wir mal. Gucken wir erstmal hier. Ach, das ist einfach nur eine schicke Statue. Schwarmfalle zu betreten. Ja, Schwarmfalle ist auf jeden Fall schon mal ein Eingang. Und was ist da hinten? Da ist doch auch ein Eingang. Ich will mal einmal gucken. Das wäre dann hier Waldschwarm. Sollen wir mit der Schwarmfalle anfangen? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns mal die Schwarmfalle an und dann gucken wir mal. Danach nehmen wir dann das andere. So, einmal Lampe an. Ich habe keine Ahnung, mal wieder, was mir da begegnen wird. Ja, ich werde jetzt einfach mal, nee, das, damit warte ich noch, bis ich, ich lusche jetzt einfach mal. Mal gucken. Oh. Oh, das sieht auf jeden Fall nach Piratenschatz aus, aber ich bin irgendwie auch schon halb so im Kampf. Komme ich hier wieder raus? Komme ich hier wieder weg? Nee, ich komme hier nicht wieder weg. Ich würde gerne nochmal raus und mich nochmal entsprechend vorbereiten. Okay. Einmal kurz präparieren.
Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Da war auf jeden Fall eins von diesen Viechern, die wir eben hatten. So, das heißt, ich werde jetzt mal, was mache ich denn jetzt? Ich werde Feuer verwenden. Dann werde ich mir den mal reinziehen. Wucht mal erhöhen. Ich hau mir mal das Alpha-Fleisch rein, mal die volle Packung hier. Und einen Heiltrank, um mich einmal komplett aufzufüllen. So, und nochmal rein da. So, wer will hier mit mir diskutieren? Du willst mit mir diskutieren. Was bist du denn überhaupt? Du bist so ein kleines Viechzeug. So. War es das schon? Habe ich mich wahrscheinlich komplett überpowert mit irgendwelchen Tränken hier. Hornissenlord. Oh, das ist ja jetzt nicht das Verkehrteste, ne? Wir haben ja alle gute Sachen im Gepäck. Und hier scheint es dann den weiteren Hinweis zu geben. Lesen. Vielleicht werden dich Klauen und Fangzähne mit Sumpfgift getränkt davon abhalten, meinen Schatz zu finden. Oder du schlägst dich wie ein furchtloser Entdecker immer weiter durch. Das klingt mir auf jeden Fall nach Sumpf. Okay. Also werden wir in den Sümpfen mehr erfahren, wenn wir denn da mal irgendwann hinkommen. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Jo. Schreckensaxt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Laterne schmeiße ich aber dann wieder raus. So. Ist hier noch mehr? Hier ist nochmal dieses Rauchwurz. Da auch. Okay. Ja, und dann haben wir diesen großen Bienenstock, den haben wir ja auch noch. Den haben wir ja noch gar nicht, da waren wir ja noch nicht drin, ne? Das schaffen wir aber in dieser Folge nicht mehr. Denn die Episode ist jetzt gleich zu Ende. Ja, würde ich sagen, wir sind am Episodenende angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir definitiv, dass ich jetzt Glück hatte und diesen Schatzhinweis prompt gefunden habe. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht irgendwie auch komplett die Stöcke da irgendwie durchforsten müssen. War ein Glücksgriff und ich hoffe, ihr habt Bock, in der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein. Ich denke, ich werde, was sagt denn mein Gewicht überhaupt? Mein Gewicht sagt, da geht noch was. Dann will ich auf jeden Fall auch noch mal in den anderen Teil der Stöcke reingucken, was da so ist. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich wünsche euch einen super schönen Tag, sage danke fürs Zuschauen und tschüss.